So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Chimeras. Verflucht und vergessen heißt es, glaube ich. Ich bin mir immer nicht sicher. Ja, schon im dritten Part. Wir haben schon viel erlebt, viel getan. Also eigentlich nichts. Wir sind in die Vergangenheit gereist und wollten die eine Dame befreien, die Elizabeth. Aber das hat bisher noch nicht geklappt. Letztes Jahr haben wir hier diesen geflügelten Jüngling befreit. Dem gehört doch bestimmt die Brille. Hallo, guten Tag, ich bin's, der Bibliothekar. Das hat aber leider nichts gebracht. Und ein Schild haben wir noch bekommen. Ein Schutzschild sogar. Hier war die Rede. Da fehlt ein Buch. Ja, und hier das hier, das haben wir hier zusammen gebastelt. Und wir sind ja immer noch auf der Suche, ob dieses Spiel irgendetwas mit den beiden vorherigen Chimeras-Teilen zu tun hat. Ich bin mir da ja noch nicht so sicher. Mit dem Schild wollte ich eigentlich hier zur Burg rauf. Hat ja, der hatte auch ein Schild. Huch, das war's. Ich dachte, der braucht noch einen Helm. Mäh. Mäh. Oh, was ist denn das? Was? Warum ist denn eine halbe Hundestatue? Eine Hundschnitzerei, Hundsmiserabel. Da ist das olle Pferd wieder. Der Stern, der kommt doch hier rein bei dem Kollegen. Entschuldigung, ich war so perplex von diesem Spiel, dass ich vergesse manchmal zu kommentieren. Ich bin manchmal so, ich weiß ja auch nicht. Ein Zepter. Naja, gut. Hier passt das vielleicht da rein? Nein. Ja, jetzt haben wir eine Hundestatue. Gut, das. Wo ist der Hund? Ja. Frag das nicht mich. Hier kommt das Pferd rein. Da kommen wir nicht durch. Ein Zepter. Hier in der Kirche? Hält der ein Zepter in der Hand? Das wäre ja gruselig. Ich nehme das zurück und nutze den Satz jetzt. Das ist ja gruselig. So, hier ist das Buch. Hundeschnitzerei. Wie gruselig, so ein abgetrennter Hundekopf. Kommt das nicht? Natürlich ein Buch mit 18 Siegeln. Hier brauche ich einen viereckigen Schlüssel. Ja, der Hundekopf. Das ist ein richtiger Psychopath, der die Elizabeth entführt hat. Also wer sowas hat. Hey, ein Stein fürs Buch. Ich werde die Tochter des Kauls heiraten, egal was komme. Noch vor der Morgendämmerung wird sie nicht mehr leben. Was? 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 Ich hab gar keine Worte mehr dafür. Nochmal. Also, nochmal kurz. Also, dieser Zettel hier besteht aus 1, 2, 3, 4 Sätzen. Und der erste Satz lautet, ich sehe sie nochmal vor. Ich werde die Tochter des Counts heiraten. So, zwei Sätze später, das sind 1, zwei Sätze später wird gesagt, noch vor der Morgendämmerung wird sie nicht mehr leben. Also nochmal zur Zeitabfolge her. Er will sie heiraten und in der Morgendämmerung wird sie nicht mehr leben. Ja, dann
denn? Ich habe wirklich keinen. Ich würde gern irgendwas sehen. Irgendwas. Ach, hör doch auf. Ich habe wirklich keine Worte dafür. Und warum schließt er das überhaupt hier hinter sein Hundefach ein? Hey, super, ein 4-giger Schlüssel. Hä? Info. Stelle die Symbole, die in der Mitte zu sehen sind, nach. Tausche die Symbole auf der oberen und der unteren Reihe gegeneinander aus, um das mittlere Symbol nachzustellen. Also so. Und so. Ja. Und so. Und so. Nee, Quatsch. So und so. Na, ach, Unsinn. Das kommt hier hin, das kommt. Hä, was kommt denn da hin? Das hier? Ah. So, das Bröckelteil kommt hier hin. Und der Kasten. Hier kommt das hin und. Nee, sieh an. Das und das und das und das. Ja, wunderbar. Klasse. Mein lieber William, ich mache mir große Sorgen. Sicherlich denkst du, dass ich meinen Verstand verloren habe, denn ich werde immer wieder von dem gleichen Albtraum geplagt. Wir stehen vor dem... stehen vor dem Altar. Doch als ich mich zu dir umdrehe, steht plötzlich ein Monster vor mir. Der Drehorgelspieler. Ich habe solche Angst. Und noch ein Buch, natürlich. Ein Buch im Buch. Das lässt sich tief deuten. Ich komme über diesen Schrieb noch nicht klar. Ja, ich werde sie heiraten. Ja, ich werde sie umbringen. Hey, natürlich ist die Zippelmütze vom Zwerg hier beim Priester in der Kammer. Der Zipfel vom Zwerg ist beim Priester in der Kammer. Ja, gut. Na sicher. So, hier können wir jetzt gleich auf Buddel-Kompanie gehen. Kennt noch jemand Buddel-Kompanie? Das war so ein super Spiel damals. So, das Pferd ist wieder am Rotzen. Ein Schatz, was wird uns hier wohl erwarten? Finde 6 Paare. Was ist das? Ein Amulettfragment. Oh, hey. Ein Kamm und ein Schmetterling. Kamm und Kamm. Hier ist... Ist das ein Schmetterling? Ja. Hier ist eine Münze und ein Ritter. Münze und Münze. Hier ist der Ritter und hier ist auch der Ritter. Und hier ist ein Ring und... Hier ist noch ein Ring. Ja, cool. Und ein... Amulettfragment. Kurz und knapp. Auf der Jagd. Hör doch mal auf, nimm ein Taschentuch. Wo kommt denn das Pferd? Ah, hier. Beim Ritter tu nicht gut. Hier hinein. Kann das nicht mal jemand anderes spielen? Ach, ich habe eigentlich auch gar keine Lust. Hm. Schiebe die Marken von der rechten Spalte in die linke Spalte. Wähle eine Marke aus und schiebe sie zu dem passenden Symbol. Marken können nicht über andere Marken gezogen werden. Aha.
bitte. Ah, Moment, ich habe einen Plan. So, jetzt kann das nämlich hier oben hin. Das kommt mal, parken wir mal hier, das dann hier. Dann parken wir das wieder hier. Das B kommt dann hier hin. So, und jetzt packen wir das hier hin. Achtung, hier das N kommt jetzt wieder hier in die mittlere Spalte. Und jetzt dieses Bröckelzeichen kann hier oben Platz finden. Jetzt wartet die Menge nur noch auf das N. Und da ist es. Und die Tür wird geöffnet. Hier, wunderbar. Lehrling. Das finde ich nicht besonders nett. Ich bin erfahrener Wimmelprofi. So, hoch. Elizabeth! What have you done? I was trying to save her! Was haben wir nur getan? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Holla, hey, bleib stehen! Moment, was? Also, die gute Elizabeth ist vom Turm gefallen. Dann kam Genghis Khan zu uns und sagte, hey, ich wollte sie retten. Dann wollte er uns erschießen und wir waren wieder im Heute, im Heuteland. Und jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit und müssen alles nochmal machen? Das verstehe ich nicht. Also, verstecke William und Elizabeth. It's you. I saw you in a dream. You'll save us all. Also jetzt müssen wir es nochmal machen. What? An attack? That's preposterous. This is our wedding day. Nothing is going to go wrong. Was? Ein Angriff? Absoluter Schwachsinn. Heute soll unsere Hochzeit stattfinden. Nichts wird heute schief gehen. The leader of the bandits is planning an attack. Hm, I suppose I have to believe you. You'd better not be lying. Der Anführer der Banditen plant einen Angriff? Dann muss ich dir wohl glauben. Hoffentlich sprichst du die Wahrheit. Ja, tschüss. Ja, macht's gut. Wir halten den auf, wenn er jetzt gleich hier vorbeigeritten kommt. Lebt Elizabeth noch? Wie mag das sein? Ich verstehe hier... Hä? Und... Ich verstehe hier nichts. Jetzt nehmen wir ein Fass mit. Wo ist denn das Pferd? Ich... Noch ein Fass. Nee. Ich kann es nicht rausziehen. My name is William. I'm glad to meet you, despite the circumstances. The bandit might find us here. We should barricade ourselves inside. Ich bin William. Trotz der Umstände ist es mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Der Bandit könnte uns hier finden. Wir müssen uns im Haus verstecken, denn da sucht er dann bestimmt nicht. Hä, was ist das denn? Oh nein, ich habe seine Brille zerbrochen. Ich muss ein neues Paar finden. Aber erstmal ein Fass, natürlich, und eine Tarotkarte. Das ist alles so
Marteland. Was? Willkommen im Marteland. Prost. Voll der Hipster. Seine Mutter war eine Sterbliche und sein Vater ein Dämon. Man taufte ihn und das böse Wesen seines Vaters. Ach so, man taufte ihn und das böse Wesen seines Vaters verschwand. Doch das Baby erbte die dämonischen Fähigkeiten von Club Marte. Also, nee, oder von dem Vater. Und was... So viel Fragen, keine Antwort. Hier, nimm die Brille und sei glücklich. So, bitteschön. Ein Kleeblatt, er bringt uns Glück. Ja klar, hier spukt jemand gruselig vom Fenster entlang. Puzzleteile. Wir treten auf eigene Gefahr. Ein Stein. Einfach ein Stein? Nichts weiter, nichts sonst? Also gut. Gesucht. Ich bin in einer Stunde zurück. Schön. Eine kaputte Angel. Ein paar Glocken fehlen. Ja, wenn die Glocke da ist, dann ist er bestimmt zurück. Verdammt, abgeschlossen. Sicherlich was Nützliches darin. Ich könnte jetzt unseren neuen Freund fragen, ob er uns einfach die Kutsche aufschließt. Aber nein, ich muss erst einen Frosch erwürgen und ihn dann vom Turme schmeißen, sodass ein Greifvogel erscheint, der uns dann in einer spektakulären Animationstechnik dann eine Nadel aus seinem Gefieder reicht, mit der wir dann die Türe aufstemmen. So wird's laufen. Gut, mit der Angel können wir jetzt nichts tun. Wir haben einen grünen Kristall. Wir haben noch ein Familienwappen, mit dem wir nichts anfangen können. Hier Steine. Ah, hier. Ja, Entschuldigung. Memory, Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ist das Memory hier? So? Hä? Ah. Das und das. Das und das nicht. Das und das. Ah ja. Das und das. Nee. Das und das. Und das und das nicht. Das und das. Ach, das haben wir doch gleich. Das und das. Und das und das. Nicht das und das. Ach, hier oben ist noch eins. So, so läuft es. Das mache ich auch immer, wenn ich mal auf Wandertour gehe. Läuft es genau so. Gut, dann das Glöcklein hier hinein. Ein paar Glocken. Na gut, mit zwei reichen nicht. Bitteschön. Ich wusste nicht, dass es so eine edle Bude ist hier. Ja, ein Kleeblatt. Vielleicht brauchen, ich denke, die brauchen eine Menge Glück. Da fehlt wahrscheinlich eine Schnur, genau. Ach, da ist das Glöcklein. So. Einmal bitte. Lala. Pappschlüssel. Ja, das ist ein super sicherer Papp. Ein perfektes Versteck. Thank you for saving us. Ups. I hope this trouble will pass soon. Here's a little souvenir for you. Danke, dass du uns gerettet hast. Ja. Einige Objekte fehlen, ich muss sie finden. Was ist das mit Würfelschnalle? Passt super. Oder einfach Batz. Oder der Bär braucht einen Gürtel.
Hier ist ein Kamelienobjekt. Und da ist ein Puzzleteil. Ein paar leckere Eier. Ein Dollar Hirsch. Hier kann man ja nichts machen. Ja, guckt euch nicht so bräsig um. Hä, hier kann man ja nichts machen. Sicherlich liegt darin etwas Nützliches, aber wie komme ich heran? Mit dem Pappschlüssel? Wart mal einen Moment, wenn das jetzt geht, dann... Wenn ich mit dem Pappschlüssel die Kutsche aufschließe, dann... Boah, ich wollte wirklich gerade schon... War gerade kurz davor, die Aufnahme zu beenden. Ja, das wissen wir wohl. Eine Gürtelschnalle. Oh ja, sein Höschen rutscht. Und deshalb fällt ihm ein Türgriff. Ein Nasenring. Ein Intimring. Braucht er einen Nasenring? Oder er? Der sieht schon so emoresk aus. Der Bär, na. Was ist denn da drin? Was ist hier denn los? Hey, eine Tarotkarte. Feen. Im Mondlicht tanzen sie auf den Wiesen. Wenn jemand sie beim Tanzen entdeckte, nahmen sie die Person in ihren Tanzkreis auf. Brandheiße Informationen sind dies. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist denn aus Chimeras geworden? Ich tue jetzt so, als ob das schon so die ewig alte Reihe wäre, aber... Hä, was soll denn das? Was, und was ist das? Eine Angelschnur. Und es gibt noch... Zwei Teile, glaube ich, noch davon. Oder drei sogar. Ich brauche jetzt einen Haken. Ja, dann knüpft doch das Spiel daran auf, weil das hat eine ganze Menge Haken. Jo. Mit dem Haken und dem roten Kristall. Ich habe ja echt keine Ahnung. Können wir den Pappschlüssel dranhängen? Nee. Mit dem Haken, weil ja, hier fehlen Gewürze oder was. Sieht ganz danach aus, als hätte hier wer herumgewühlt. Was machen die wohl mit den Gewürzen? Wahrscheinlich schmieren sie sich damit ein, was man so mit Gewürzen halt macht. Ach, das Kleeblatt. Brauchen wir noch so ein Ahornblatt oder sowas? Oder das Familienwappen? Nein. Eine Schere haben wir ja auch noch. Polster aufschneiden. Oh, ein Korb. Und ein Tuch. Ein Schal. Hier, die ist doch gewiss kalt. Daneben nicht. Wollte ich mal freundlich sein. Er hat hier seinen Superschal und sie friert sich hier in diesem eiskalten Papp zu Tode. Was? Das habe ich nicht gesehen. Eiche, Kleeblatt, Dings. Eiche, Kleeblatt. Linde? Ich weiß es nicht. Was, eine Brezel? Was? Brezel, Brezel, wir wollen alle Brezel. Boah, jetzt eine Brezel. So, jetzt können wir beginnen mit Schere, Löwe, Koch. Löwe, Koch. Oh. Und eine Schere, die haben wir doch schon im Inventar, aber nehmen wir noch eine.
eine Lupe, einen Löffel und einen Stecker, so wie man ihn im 18. Jahrhundert allseits beliebt gern findet. Ah ja, das war, hier ist Würfel Zucker, das hilft nicht. Ein Herz, ein Ring, eine Tasse, ein Korkenzieher, ein Messer, Würfel Bonbon, das ist hier. Würfel Zucker geht nicht, ne? Hier ist der Würfel. Löffel und Stecker. Ach, da ist der Löffel. Doof. Und Stecker? Upsa. Hier können wir den... Sieht aus wie Sokrates oder so. Hä, Stecker? Da stand doch Stecker, oder? Hey, noch ein Fass. Meine Güte, dass das mal nicht überläuft. So, jetzt fehlt uns aber noch eins. Hier gibt's Bier. Huch. Ach so, ihm fehlt noch ein Schal. Bitteschön. Und da ist die Angelschnur. Können wir hier... Das sieht so verdächtig aus, dieses... Ups, ne, hier geht's raus. Seht ihr das? Was ist das? Naja, wir machen die Angel mal wieder flott. Nehmen sie mit. Bestimmt können wir jetzt das Fass angeln. Wieso auch nicht? 5 Fässer. 7 Fässer Wein, tralali, tralala. Und jetzt kommen wir damit hier durch. Nicht. Komm, Jungs, betrinkt euch. Nee. Komm, Jungs, hier. Nee. Ein wahrer Vogelliebhaber. Auch hier ist er nicht vom Thema abgewichen. Lalalala. Ich probiere hier nur Quatsch. Und Nasenring und lustige Amulette und... Können wir hier das noch... Nee, was ist hier? Hoffentlich kann ich etwas Schweres finden, um das Fenster zu blockieren. Hier. Da, 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 da. Hier kommt keiner rein. Außer durch die Tür vielleicht, aber naja. Jetzt muss ich noch die Türen blockieren. Ja, machst du zu. Machst du doch zu. Oder stell den Bär davor. Nee. Jetzt muss ich die Tür blockieren. Ach so, mit dem... Ach, wir haben ja den Schlüssel. So, hier kommt keiner mehr raus. Und jetzt haben wir Spaß zusammen. Ah ja, gut. Was? Natürlich, natürlich. Jetzt ist er wieder weg. Finde die Stadt der Diebe? Hä? Was? Warum gibt's denn jetzt eine Stadt der Diebe? No! I guess you are right about the attack. They took my bride. Nein! Ich hätte auf dich hören sollen, als du von einem Angriff gesprochen hast. Sie haben meine Braut entführt. I hope I can count on your help. I'll take a shortcut to catch up to them. That natürlich, klar, das hat doch überhaupt nicht geholfen. Here, du bist doch da Psst, du bist doch irgendwo in Lampukistan rausgekommen, du mit deiner dollen Abkürzung. Du bist doch der wahre Übeltäter, gib's doch zu, du schmieriger, schlonziger. Boah. Und was soll das denn mit der Blume?
Team Rocket, wir wollen über... Wow. Wir wollen über die Erde regieren. So, jetzt ist er wieder weg. Ist er durchs Fenster geklettert? Keine Ahnung. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel zur Kutsche. Super. Machen wir die mal noch auf. Dann reicht's mir für heute aber. Also Leute. Was ist denn das? Das gehört doch auch ihm. Kann mir doch keiner erzählen. Hey, ne... Zerrissener Umhang. Zum Glück hat mir meine Oma das Nähen beigebracht. Deshalb weiß ich, wie man nützliche Dinge näht und nicht so einen hässlich verkackten Scheiß hier. Hier, schneid ab den Kack. Schneid's kaputt, dann sieht's noch besser aus. Hoffentlich kann ich den Rahmen finden. Komm, wir lesen mal noch die... Erst lesen wir das hier. Mein lieber Wilhelm. Mein lieber Wilhelm. Schräge Gedanken beunruhigen mich. Du wirst denken, dass ich verrückt werde, aber ich habe jeden Tag die gleichen Albträume. Wir stehen vor dem Altar, aber das haben wir doch schon gelesen. Hier ist lustiger Schlüssel. Komm, die Tarotkarte lesen wir mal noch. Blaue Insel. Hä? Die Insel der ewigen Jugend liegt irgendwo im Westen, am Ende einer Klippe. Hier wachsen magische Äpfel und Quellen des ewigen Lebens entspringen aus den wundervollen Bergen. Okay, machen wir Breakdown. Wir haben eine blaue Insel, wir haben Feen, wir haben den Typen aus dem Marteland, wir haben eine Hexe, wir haben Genghis Khan, wir haben den Reiter und wir haben die Wassernixe. Wie hängt denn das zusammen? Ach Leute, macht mich doch nicht schwach. Mensch, das Spiel reißt mich wirklich mit. Denn ich weiß, am Ende wird sich alles ergeben. Und vielleicht wird sich der ein oder andere auch übergeben. Aber geht das Risiko ein und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, ich mache Schluss für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Chimeras verloren und vergessen. Oder wie auch immer. Oder verflucht und verfressen. Oder ist ja auch egal. Bis zum nächsten Mal. Macht es schön gut. Tschüss.